Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich hätte ein kleines Videothema für zwischendurch und zwar Milchpulver und Eipulver und zum Beispiel, muss nicht, aber kann auch Honigpulver. Denn ich habe mich vor Jahren zuletzt damit auseinandergesetzt, wo man dieses Zeug eigentlich günstig herbekommt. Die Historie ist folgende, ich versuche mich kurz zu fassen. So bei meinen allerersten Touren, da gab es quasi das Outdoor-Milchpulver, das man mitgenommen hat, weil das haben halt die entsprechenden Touren-Koordinationsmuftis so beschlossen. So, war nicht besonders optimal, hat aber funktioniert. Danach bin ich dann selber auf Tour und habe erstmal gedacht, okay, dann muss ich das wohl auch so machen. Dann ist mir irgendwann wieder eingefallen, dass ich doch mal bei Rüdiger Nehberg gelesen hatte, dass man Milchpulver am besten daher bekommt, dass man zu seinem nächstgelegenen Bäcker rennt und den einfach fragt, ob er einem denn vielleicht ein Kilo davon verkaufen würde, weil der hat das da in 10 Kilosäcken jede Menge in der Bäckerei rumstehen. Das habe ich mich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt allerdings nicht ganz getraut. Ich mag das nicht so, wenn ich dann da irgendwelche Extrawürste unbedingt haben möchte. Fühle mich da immer nicht qualifiziert genug, jetzt der Superkunde zu sein, der Extrawurst bekommt. Und deswegen hat das nie stattgefunden und ich bin weiter auf das normale Outdoor-Zeug ausgewichen. Dann habe ich herausgefunden, man könnte es doch mal mit Babymilch versuchen, zumal da drauf steht für Kinder ab 2 Jahre. Da fühle ich mich durchaus angesprochen. Bin ja älter als 2. Ja, Randale. Jedenfalls, das hat auch einigermaßen gut funktioniert. Geschmacklich ist das allerdings noch fragwürdiger als das normale Outdoor-Milchpulver, das geschmacklich auch schon ziemlich fragwürdig ist. Deswegen, Vorsicht. Mit Vorsicht zu genießen und man kommt sich ein bisschen komisch vor, wenn man Babymilchpulver entsprechend konsumiert. So, dann bin ich irgendwann auf F100 Compris gekommen. Das ist dieses Milchpulver-Komprimat, also eigentlich als Allein-Krisen-Notnahrung gedacht. Also sprich, man sollte sich eigentlich nur von diesem Zeug ernähren können und von nichts anderem sonst. Schmeckt gewöhnungsbedürftig. Insbesondere der Riegel als solcher, den kann man so kauen, ist ziemlich widerlich zugegebenermaßen. Und die Variante, dass man das Ganze in Wasser auflöst, um dann halt eben daraus so eine Art Milch zu bekommen, ja, ist auch fragwürdig vom Geschmacklichen her. Also es gibt Leute, die mögen es. Ich finde es auch ganz in Ordnung. Das kann man schon durchaus trinken bzw. essen, wenn man sein Müsli drin anmachen möchte. Ist preislich auch gar nicht mal so teuer. Also das ist schon eine recht bezahlbare Alternative eben zu klassischem Milchpulver, muss man dann fast schon sagen. Allerdings lang nicht so günstig wie das Zeug, was ich hier jetzt eben entsprechend entdeckt habe. So, und seit ich aber diesen F100 Compris kenne, und das ist halt auch in einer der praktischen Formen, die man gut mitnehmen kann, habe ich mir eigentlich über das Thema Milchpulver keine Gedanken mehr gemacht, bis ein entsprechender Kommentar kam. Den könnt ihr in der Videobeschreibung nachlesen, der ist ziemlich umfangreich. Wenn ich den jetzt ins Bild klatsche, dann bringt das nicht so viel. So, es juckt. Und dann mache ich jetzt den Akkuwechsel, weil der ist gleich leer. Und dann können wir auf die wichtigen Sachen zu sprechen kommen. Also Inhalt dieses geheimnisvollen Kommentars, den ihr wie gesagt unten nachlesen könnt, für diejenigen, die zu faul zum Lesen sind, ist mehr oder weniger das, was bei mir angekommen ist, dass Milchpulver aus dem Outdoorhandel schmeckt nicht besonders gut und löst sich scheiße in kaltem Wasser. Stimmt. Das F100 Compris schmeckt nach Meinung des Kommentarschreibers noch schlechter. Ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen wollen, aber gibt auf jeden Fall viele Leute, die das so sehen, das weiß ich auch. Ich habe da ja auch schon diversen Leuten das zum Testen gegeben. Und der Hinweis dann eben auf die Internetseite bugstars.de, das könnt ihr euch gleich mal merken, dass es da halt eben das günstigste und beste Milchpulver weit und breit entsprechend geben soll. So, habe ich gedacht, na gut, das könntest du eigentlich mal wieder brauchen, probierst du aus, bestellst du mal ein bisschen was. Und das habe ich getan. Und jetzt habe ich halt eben hier entsprechend Milchpulver und Eipulver, jeweils mehrere Päckchen, muss ich ja nicht alle hochhalten, und nochmal Honigpulver entsprechend
genommen. Und jetzt kann ich euch mal darüber aufklären, weil ich habe nämlich eine kleine Marktanalyse gemacht, was Milchpulver zurzeit im Internet so kostet. Ich weiß nicht, was es so im Laden, also wenn man überhaupt einen Laden um die Ecke hat, wo man Milchpulver kaufen kann, dann weiß ich nicht, was es da kostet, weil mein Problem war ja immer bei der Milchpulverbeschaffung, dass ich eben keinen Laden griffbereit hatte, der Milchpulver in auch nur ansatzweise für mich interessanten Mengen quasi verkauft. Außer als Babynahrung. Und das ist halt, wie gesagt, bisschen suboptimal. Das ist übrigens mein Waldnotizbuch. Das benutze ich jetzt seit ein paar Tagen immer mal wieder. Wenn mir irgendwas einfällt, dann schreibe ich es da rein. Nur, dass sich niemand wundert, falls dieses Ding jetzt demnächst häufiger mal in irgendwelchen Videos zu sehen ist, weil ich dann doch mal irgendwas nachlese, wo ich mir mal ein paar Zahlen notiert habe und so weiter und so fort. Ich werde alt, das Gedächtnis lässt nach, ne? Also bei manchen Videos ist das dann schon ganz hilfreich. So, machen wir noch einen kurzen Schnitt. Grob gesagt, bugstars.de ist eine Internetseite für Backzubehör. Unter diesem Zeugs, was man eigentlich eher so zum Backen braucht, befindet sich jetzt allerdings noch alles Mögliche, was man auch outdoor-technisch ganz hervorragend verwenden kann und für gerade Trekkingtouren super geeignet ist, muss man schon sagen. Und zwar mal ein paar Beispiele: Milchpulver, auch Bio, Sahnepulver. Das muss man auch mal erstmal irgendwo herkriegen. Eipulver zu sehr günstigen Preisen, das gibt es ja auch sonst auch im sonstigen Fachhandel. Auch getrennt Eiweiß- und Eigelbpulver und auch Bio. Dann Honigpulver, das habe ich euch ja schon gezeigt, wobei man dazu sagen muss, der Fairness halber, da ist nur ungefähr zur Hälfte Honig drin, der Rest ist Maltodextrin, also ein entsprechender Doppelzucker. Weiß nicht, warum das so sein muss. Ja, es ist halt jedenfalls so. Es schmeckt trotzdem ganz gut. Wenn man es in den Tee macht, das habe ich schon ausprobiert, sehr lecker. Und schmeckt auch nach Honig, nicht nach Zucker. So, dann gibt es noch Suppengemüse. Das finde ich auch eine relativ praktische Geschichte. Also so gefriergetrocknetes Suppengemüse, auch für sehr günstig, zu sehr günstigen Preisen. Es gibt so ziemlich jedes Trockenobst, das man sich nur vorstellen kann. Also von der Dattel bis zum Apfel und allen möglichen Kram dazwischen. Also auch Bananenscheiben und all so ein Kram. Das kann man auch selber machen. Ich weiß, es geht jetzt darum, dass ich das den Leuten erzählen möchte, die halt eben sowas nicht selber machen wollen oder können. Und sich das dann lieber kaufen. Ja, und das war jetzt so im Wesentlichen die Sachen, die ich ganz interessant gefunden habe. Ach ja, und diverse Körner, also Sonnenblumenkerne, schieß mich tot Samen, Nüsschen und all so ein Krempel haben sie auch alles eben entsprechend noch. Generell wirklich sehr günstige Preise. Der Haken ist 5 Euro Versandkosten. Allerdings fallen die weg, wenn man für 75 Euro entsprechend was bestellt. Jetzt weiß ich nicht, ob man noch einen Haufen Nüsschen und Trockenfrüchte und so weiter und so fort haben möchte und sich sein Milch- und Eipulver-Depot eben entsprechend auffüllen will, könnte ich mir schon vorstellen, dass das da möglich ist, über diese 75 Euro rüberzukommen. Das teuerste in dem ganzen Kram, den ich jetzt bisher genannt habe, ist das Ei. So, und bei Milch, und das ist nämlich jetzt das Interessante, habe ich jetzt mal spaßeshalber einfach bei Amazon geguckt und mal rumgegoogelt, was denn Milchpulver so kostet und habe bei Amazon so bestenfalls, aller bestenfalls, nicht unbedingt mit besonders guten Bewertungen, also so 3,5 Sterne oder sonst wie, hat er bei mir ausgespuckt, eine Sorte Milchpulver, die so um die 1,50 Euro, 1,60 Euro pro 100 Gramm kostet. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wenn man sich jetzt mal das klassische Milchpulver, das ich ja schon lange verwendet hatte, zum Beispiel von Track and Eat anguckt oder von Trekking-Mahlzeiten oder was auch immer, das kostet derzeit bei Globetrotter Ausrüstung, das ist immer, glaube ich, eine ganz gute Referenz. Die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie super billig sind. Bei manchen Sachen ist ja schon ganz gut, aber jetzt die allerbilligsten sind sie sicherlich nicht. Und da kostet das jetzt 4,50 € für 250 Gramm. Da kommen wir dann auf, Moment, 18, dann kosten ein Kilo 18 Euro und dann kosten 100 Gramm 1,80 Euro.
So, also das wäre dann das Outdoor-Milchpulver entsprechend. Wobei ich wirklich noch nie herausgefunden habe, inwiefern sich solches Outdoor-Milchpulver irgendwie in der Zusammensetzung, weder vom Kaloriengehalt noch von irgendwelchen anderen Eigenschaften her, auch nicht vom Lösungsverhalten, da ist es halt eher schlecht, von normalen Milchpulvern unterscheidet. Einzig die Verpackung. Das kommt dann nämlich in der gleichen Verpackung daher, wie man das eben von den ganzen anderen gefriergetrockneten Fertigmahlzeiten von Track and Eat oder ja, entsprechenden ähnlichen Firmen gewöhnt ist. Was ich bei Milchpulver in keinster Weise positiv finde, da brauche ich diese Tüte dazu nicht. Da ist mir so ein krass durchvakuumiertes Beutelchen mit relativ wenig Plastik um die Milch erheblich lieber. Das sind nämlich wirklich nur wenige Gramm Verpackung, deutlich leichter als so eine Tüte von Track and Eat, die ja wirklich auch genauso groß ist wie alle anderen, auch wenn da nur ein bisschen Milchpulver drin ist und man nicht die Größe der Tüte braucht, um das Ganze im Beutel anzurühren, weil man braucht ja nicht 52 Gramm Milchpulver auf einmal, das sind 2,5 Liter. Oder 2,4 Liter, je nachdem, welche Dosierung man da eben entsprechend hernimmt. Früher waren es mal 2,4 Liter pro, nee, 1,6 Liter pro Tüte. Irgendwann mal. Da weiß ich aber nicht mehr, wie viele Gramm da drin waren. Na, das liegt lange zurück. Jedenfalls, das hier sind 2 Liter in der Dosierung, die ich anwende. 200 Gramm Milchpulver, 100 Gramm sind 1 Liter. Dann gibt es eine schöne dicke Milch, die auch nach Milch schmeckt und halt auch noch nicht Sahne ist. Und dementsprechend halte ich das für eine ganz gute Lösung, eben entsprechend. Und wirklich minimales Packmaß. Und 200 Gramm wiegen nun mal 200 Gramm. Ne? Also super, ultralight 200 Gramm Milchpulver gibt es nicht. So, und jetzt eben nochmal zurück zu der Sache mit dem Preis. Also selbst die High-End-Milchpulver-Variante quasi aus dem Outdoor-Fachhandel, da sind wir ja, haben wir ja gesagt, bei 1,80 € pro 100 Gramm. So, und wenn wir jetzt, sagen wir mal, 3 1-Kilo-Pakete bestellen bei bugstars.de, dann kostet uns 100 Gramm Milchpulver 56,5 Cent. Ist also weniger als ein Drittel so teuer wie eben entsprechend das Zeug beim Outdoor-Fachhandel. Und jetzt nochmal zurück zu meiner Recherche bei Amazon. Da bin ich in der Regel so auf einen Euro 20, eher so mehr als 1 Euro, ne? Also 1,50 € bis 2 €, so ungefähr pro 100 Gramm ist da meistens bei rausgekommen. Und die ersten Treffer waren alles Milchpulver von Nestle. Nestle ist so eins der großen Arschlochunternehmen auf dem Planeten. Das heißt nicht, dass ich da nie was kaufe, man kommt da nicht so wirklich dran vorbei, aber wenn man es jetzt aktiv vermeiden kann, dann finde ich, ist es schon noch ein zusätzlicher Grund, nicht unbedingt jetzt das Nestle-Milchpulver zu kaufen, nachdem man dann auch noch eine vernünftige Alternative von irgendeinem anderen Hersteller entsprechend eben gefunden hat. Und ich glaube, ist mein Kindermilchpulver auch von Nestle? Nein, tatsächlich nicht. Die gehören da scheinbar nicht dazu. Das ist ja ein Riesenkonzern, der ja wirklich der größte Lebensmittelkonzern der Welt, glaube ich, auch ist. Die haben alles Mögliche aufgekauft, wo man denkt, oh, deutsches Traditionsunternehmen, inzwischen gehört es aber Nestle. Aber brauchen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Jedenfalls, das spielt auch noch eine Rolle. Aber auf 0,565 € kommt niemand pro 100 Gramm Milchpulver. Und dann kommt noch erschwerend dazu, ich habe da jetzt auch schon einige Mengen davon ausprobiert, das schmeckt gut und das löst sich gut in, naja, sagen wir nicht allzu kaltem Wasser. So richtiges Eiswasser, wie man es dann eben in Norwegen aus dem Bergbach holen würde, das konnte ich nicht ausprobieren, weil das habe ich hier nicht. Ich vermute aber, da das Lösungsverhalten von dem normalen Outdoor-Milchpulver, das man von Globetrotter bzw. Track and Eat halt eben herbezieht, auch nicht gut ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass es mindestens nicht schlechter, wahrscheinlich besser eben ist vom Lösungsverhalten. Das meint ja auch der entsprechende Kommentarschreiber. So, dann kommen wir zum Sahnepulver. Da sage ich jetzt einfach nur, was das kostet. 90 Cent bis 1,32 € pro 100 Gramm. Die Preisdifferenz, die gibt es auch beim Milchpulver, habe ich vergessen zu sagen, bis 1,10 €
Wenn man nämlich so kleine Päckchen kauft, dann ist natürlich pro Gramm teurer, weil wir sie ja einzeln verpacken müssen und so weiter und so fort. Und diese hochwertige Art der Verpackung offensichtlich auch Geld kostet, das macht ja auch Sinn, ne? Aber so mit einem Euro rum, ein bisschen weniger als ein Euro, das wird bei den meisten Päckchengrößen so ungefähr der Fall sein. Die 1,10 € ist, wie gesagt, das teuerste, was es gibt. Es sei denn, man will noch Biomilchpulver haben. Das habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Wenn das aber interessiert, das ist auch bezahlbar. Gleiches gilt eben für Sahnepulver. Das ist 90 bis 1,32 € pro 100 Gramm, eben auch nach, je nachdem, welche Größe man nimmt. Dann gibt es Eipulver von 2,50 € bis 3 € pro 100 Gramm. Das gibt es auch in so kleinen 60 Gramm Päckchen. Da muss man dazu sagen, ein Ei entspricht 12 Gramm Pulver. Also ein 60 Gramm Päckchen sind entsprechend 5 Eier. Das 200 Gramm Päckchen, was ich hier irgendwo rumliegen habe, da ist es. Das sind dann 16 Eier und ein bisschen was. So gut wie die das vakuumieren, ich zeige das nochmal ein bisschen im Detail. Man kann das hier am Rand schön erkennen, dass das wirklich hervorragend vakuumiert ist. Das kriege ich daheim mit meinem kleinen Vakuumiermaschinchen nicht hin. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber dann kauft ihr halt eine richtige Vakuumiermaschine. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich bin dann ganz froh, wenn ich das so in einem prima Zustand dann quasi kaufen kann. So den Mega-Aufwand jetzt betreiben, um mir wirklich das ganze Zeug so ganz minutiös, alles exakt perfekt vorzubereiten. Das mache ich zwar auch hin und wieder und macht mir hin und wieder auch Spaß, aber wenn es nicht bei jedem Mist sein muss, bin ich nicht böse. So, ich weiche wieder ab vom Thema. Honigpulver kostet 2,29 € pro 100 Gramm. Suppengemüse 119 Cent, 1,19 € pro 100 Gramm. Also das kriegt man auch nachgeschmissen. Die Trockenobste, da habe ich mir dann jetzt keinen Preis mehr entsprechend rausgesucht. Und das soll es auch gewesen sein. Also Hauptsinn und Zweck dieses Videos ist einfach darauf hinzuweisen, wo man meiner Meinung nach die günstigsten und qualitativ sehr hochwertigen Milch, Ei und sonstige getrocknete, ja quasi Outdoor-Zubehörsachen herbekommt. Und noch eine auf dem Backzubehör, den wir halt eben outdoors jetzt nicht unbedingt brauchen. Das wäre also eben diese Seite backstars.de. Und jetzt sollte ich der Fairness halber vielleicht noch dazu sagen, die kennen mich nicht, habe keine Kooperation mit denen am Laufen. Ich bin da nur darauf hingewiesen, dass da günstig, darauf hingewiesen worden, dass da günstig ist und gut ist und habe es ausprobiert und empfinde das auch so. Und deshalb sage ich euch das jetzt, weil ich ja ein Dummschwätzer bin und einen YouTube-Kanal habe. So, und das war es auch schon. Macht's gut.